Ich hatte es ja angekündigt und nun wird es wieder mal wahr. Ich zeige euch heute eine Arty. Und zwar M53, M55, wohl eine der beliebtesten Artys und auch eine der damage-lastigsten. Und ja, ich habe mir da von Mercer Kiel ein Replay rausgesucht. Karte ist Fischerbucht, also eine sehr schöne Karte für eine Artillerie. Und ich denke, wir werden da jetzt bestimmt ein schönes Replay am Ende des Tages sehen. Ich denke auch, dass sich der ein oder andere wirklich jetzt mittlerweile darüber freut, dass diese Klasse hier bei mir auf dem Kanal mittlerweile vertreten ist. Ich habe sie, wie gesagt, sehr lange gemieden, aber und da muss ich vielleicht gestehen, man muss auch ein bisschen an sich selber arbeiten. Kann ich nicht nur meine persönliche Meinung auf diesen Kanal hier bringen, sondern muss da auch ein bisschen an euch denken und auf euch hören. Und das habe ich hier getan, weil es gibt wirklich viele Fans von dieser Klasse. Und ich sag's mal so, solange ich da jetzt nicht mitspielen muss, finde ich das zum Kommentieren auch ganz geil. Und ich glaube, wir werden jetzt hier gleich wahrscheinlich den ersten bösen Hit sehen. Schuss ist raus. Scheiße. Ja, ich sag's mal so, zum Kommentieren finde ich das klasse. Wie so eine Lorraine mit 1438 Hitpoints einfach mal weg ist. Also, das ist schon jedes Mal wieder cool und... Fuck you, schreibt die Lorraine. Ja, da, ich verstehe die Lorraine sehr gut. Ich würde auch richtig kotzen, wenn mir das passiert, weil das würde mich unglaublich nerven. Aber wie gesagt, zum Gucken einfach immer toll. Nochmal auch zu dieser Sicht. Das ist ja durch den, ich glaube, Battle Assist heißt die Mod. Und da gab es ja immer mal wieder und kommt auch immer wieder auf die Frage. Deswegen beantworte ich sie öfters mal, ob die denn verboten ist. Nein, diese Mod ist definitiv nicht verboten. Die wurde sogar von Wargaming selber prämiert. Oh. Jo, weg damit. Nee, die wurde von Wargaming selber sogar prämiert und ausgezeichnet. Und dementsprechend sollte man da keinerlei Angst haben, wenn man diese Mod nutzt. Und ja, man muss schon sagen, wenn man hier da vorne und da oben so stehen bleibt, so offen und wenn man schon weiß, okay, da ist eine Arty, die jetzt schon zweimal geschossen hat und zweimal so ein Kill gelandet hat, dann sollte man da halt einfach ein bisschen besser aufpassen. So, jetzt hat sie wieder nachgeladen. Das heißt, jetzt hat sie wieder gleich ihren Spaß. Der 121 ist da potenziell schön. Sogar jetzt mit dem Heck fährt er jetzt ein bisschen weg. Ah, leider nimmt er jetzt Fahrt auf und ist jetzt nicht mehr zu sehen. Das heißt, er muss jetzt hier warten, bis er wieder den nächsten Schuss Richtung Gegner bringen kann. Aber bei 2 Schuss und 2300 Schaden, glaube ich, bin ich da guter Dinge, dass wir bestimmt wieder einen schönen Treffer sehen werden. So, jetzt orientiert er sich scheinbar Richtung VK rüber. Der VK, ich glaube, der... Oh ja, der rechnet gar nicht damit. Heieiei, ich sehe es jetzt schon. Komm schon, komm, gib's ihm. Oh, ist das fies! Alter, krass. 18 Hitpoints lässt er stehen. Alter, also, da muss man einfach sagen, wenn ich mal eine Arty spiele, was echt unglaublich selten ist, da muss ich aber auch dazu sagen, wenn ich einen Schuss schieße, dann kommt der auch irgendwie gefühlt immer irgendwo anders an, als es bei solchen Replays der Fall ist. Wenn ich aber so ein Replay sehe, dann denke ich mir jedes Mal wieder, boah, wie geil, ich muss unbedingt Arty spielen. Also, es klingt vielleicht Banane, aber es ist definitiv so und ich glaube, ihr hört schon an meinem Kommentarstil, dass ich da wirklich Spaß dran habe. Oh! Das ist so scheiße fies. Krass. 121er weg. Also die Hits sind so böse. Die sind so böse. Ich kann's gar nicht sagen. Aber
Oh. Mir fehlen so ein bisschen, ich sage es jetzt vielleicht für das, was ich sonst kommentiere und wie professionell ich wirke, vielleicht ein bisschen nicht förderlich für meine Seriosität, aber wie soll man denn da bitte seriös und ernst bleiben bei solchen Treffern? Also, ich kann mich nämlich jedes Mal auch in die Lage versetzen von dem Getroffenen und ich denke mir nur, Alter, würde ich da jetzt sauer gerade reagieren? Ich weiß nicht, ob ich flamen würde, das mache ich in der Regel nicht, aber ich wäre auf jeden Fall richtig angepisst. So, Schuss ist raus, hat getroffen und scheiße, schon wieder 1200 weg. Also, man muss wirklich sagen, er macht hier einen fantastischen Job. Er zielt im richtigen Augenblick auf die Gegner, hat da dementsprechend dann auch immer das Glück, dass er sehr gut trifft. Also es funktioniert einfach alles bestens für ihn. Und jetzt gerade beruhigt sich auch mal, was die Flames für die Arty anbelangt. Komm, 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 komm. Schuss ist raus. Der Typ, der arme M4190-Spieler, der fährt ein einziges Mal blöd an der Hauswand, denkt sich dann, naja, gut, ist ja nichts passiert, da ist ja kaum ein Gegner. Und dann kommt das. Also, der arme Kerl, der fährt einen einzigen Schritt falsch und dann kommt sowas dabei raus. So, jetzt kommt der T54 in seine Richtung. Jetzt ist der sogar noch nicht gespottet. Also das könnte jetzt mit dem T54 jetzt eine unangenehme Chose noch werden. So, jetzt wartet er, bis da hier der aufploppt. Der Rook kommt auch in seine Richtung. Alter Schwede. Ja, der Rook hat es dann auch mal hinter sich gebracht. Ich glaube, das Replay werde ich einfach nur als LOL of the Week oder sowas posten. Und ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass so ein Arty-Spieler wirklich so eine leichte Arroganz an den Tag legt. Also, das hatten wir doch schon mal in dem Replay. Und auch er neigt dazu. Aber, wie gesagt, man muss dazu sagen, es läuft fantastisch gut für ihn. Und jetzt der Leo, der Letzte hier, der verpieselt sich ins Wasser. Schuss ist raus. Und nein, es gibt mal tatsächlich den ersten Schuss, der hier vorbeigeht. Er hat 8 Schüsse abgegeben. Den letzten war der erste und einzige, der nicht getroffen hat. Ansonsten hat er mit 7 Treffern, hat er 8110 Damage gemacht. Ja, also Arty at its best, mit einem typischen Arty-Spieler scheinbar ist es so. Trotzdem fand ich es unglaublich amüsant und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Arty-hassender Alcaramba. Ciao!